So, meine lieben Damen und Herren, beim letzten Mal haben wir ordentlich Land eingenommen und ich würde sagen, damit machen wir heute direkt weiter, oder? Das klingt doch super. Also, nehmen wir direkt die Pause raus und weiter geht's. Wir lassen im Moment fleißig Futter sammeln. Angreifer in Sicht. Wo? Why so aggressive, my friends? Wir könnten jetzt natürlich auch hingehen. Und einfach ein paar da stehen lassen und jetzt hier einfallen. Na? Ja, das ist jetzt gerade ein ungünstiger Zeitpunkt. Oh, wir müssen an dem gelben Dorf vorbei, bis wir da einfallen können. Das verlorene Stammesmitglied produzieren wir direkt wieder nach. Gleich haben wir schon alle. Lila hätte ich gerne mal kurz hier. Oh, das ist aber uncool. Gross. Ey, Moment mal. Ey, das ist doch jetzt echt scheiße. Jetzt sind die da uns am Feinden an unserer Homebase, während wir hier die anderen kaputt machen. Ja. Müssen wir die wohl schnell zurück. Müssen wir plündern, auf ein anderes verschieben. Das orange Dorf, ihre Werkzeuge und Aufsitz, du findest sie. Dein Totem ist fast vollständig. Wunderbar. So, ihr jetzt einmal alle zurück, bitte. Außer vielleicht einer. Du, bitte einmal hier plündern. Der Speerkämpfer auch einmal plündern. Ja.
machen unsere Sachen kaputt. Voll unhöflich. Jetzt erstmal alle Fuden. So, was mache ich denn jetzt hier mit? Ja, und das andere muss ich wahrscheinlich abreißen, ne? Fügen Hüttenwerkzeug allerdings so wenig Schaden zu. Ganz standardgemäß bei den Wurfspeeren. So. Du holst dir bitte einmal Wurfspeere, du holst dir Wurfspeere. Warte mal, habe ich jetzt gerade ein Instrument weggetan? Oh. Welches Instrument fehlt mir denn jetzt? Der fehlt mir. Ich habe echt keinen Bauslot mehr frei, ne? Moment. Fallen. Weiß ich nicht, was da jetzt passiert ist. Aber ich würde hingehen. Sagen, du kriegst jetzt erstmal kurz Food. Ich glaube, es ist halt echt nur noch das gelbe Dorf hier, ne? Es ist auch schon wieder fast komplett da. Und die kriegen gerade auch ganz gut Nachwuchs. Mal gucken, wie wir das am besten machen. So, du holst dir noch Wurfspeere. Und du holst dir auch noch Wurfspeere. Ich finde halt schade. Ich hätte halt gerne den Schweißbrenner noch dazu, aber dann muss ich irgendwas anderes dafür abreißen. Das will ich nicht. Das passt hier halt nirgendwo mehr hin, ne? Wie sieht das denn hier aus? Sammeln und Kampf auf 4. Kann ich das denn überhaupt platzieren, ist die Frage, ne? So. Sammeln und Kampf ist ganz gut gerade. Das können wir gut gebrauchen. Das können wir gut gebrauchen für unser Vorhaben, das letzte Dorf jetzt auch noch auszuschlachten. So, alles klar. Du darfst jetzt auch noch was essen nehmen. Und dann machen wir uns mit dem ganzen Stamm einmal zum gelben Dorf auf.
So, dann wollen wir mal. Oh, ich habe noch drei Unbewaffnete. Mist. Shit, der hat komplett Bewaffnete. Der hat auch alle drei Dinger. Aber dafür hat er ein Instrument nicht. Na gut, wartet mal, Leute. Wartet mal. Wir machen kurz Folgendes. Wir bauen, disponieren einmal kurz um. Wir nehmen nämlich einfach mal kurz die Digi-Redos raus und tun dafür den Schweißbrenner rein. Zack. So, du bekommst dann nämlich einen Schweißbrenner. Und du bekommst auch einen Schweißbrenner. Du bekommst noch einen Heilstab. Und du bekommst noch Speere. Ist dieses UFO schon wieder da? Sabah! Der klaut uns unser Haustier. Hans! Getze Flammenwerfer! So, und jetzt bist du dran, Kollege. Ne, da hat immer noch einer keine Waffe. Ja, der eigentlich einen Heilspeer hätte nehmen sollen, ne? So, jetzt kann's losgehen. Einmal Abflug ins gelbe Dorf. Dann setze ich nämlich die Schweißbrenner direkt aufs Gebäude an, während die anderen am Fighten sind. Kann ich eigentlich irgendwie vorspulen? Nee, ne? So, da kommen wir. Toll, einer hat direkt Hunger. Super. Das war ein ganz ungünstiger Zeitpunkt für ein Geschenk. Häuptling ist tot. Scheiße. Okay, nee, nevermind. Das hat keinen Zweck. Da war ich etwas übermütig. Schon wieder bei 7, ne? Junge.
Kommt jetzt für den Gegenstrike schon an. Legit, die sind schon unterwegs. Was soll ich denn jetzt machen? Den hier jetzt noch mit schnell mit Wurfsperren ausstatten. Oder habt ihr Bock zu helfen aus dem Braundorf? Das wäre voll cool. Angelspeere werden jetzt auch mal kurz ersetzt. Und zwar durch diese Streitaxt-Dinger. So. So, wir rüsten uns jetzt einmal komplett auf Kampf. So. Zwei mit Schweißbrenner. Dann noch ein Heiler. Und noch ein Heiler, komm. So. Die sind nämlich jetzt noch alle im Aufbau gerade. Nee. Das ist falsch. Hier. Die sind halt nicht besonders schnell, ne? In der Zeit können die halt easy nachproduzieren. Kriegen wir es hin, in dieser Folge noch den gelben Stamm zu besiegen, ist die Frage, die wir uns jetzt stellen. Im Prinzip müssten eigentlich echt im besten Fall die Schweißbrenner direkt an diese Gebäude gehen, ne? Also sollten wir es aber haben. Ach, der bringt gerade das Essen zu uns. So, in der Zwischenzeit haben wir dieses Ding ja auch noch eingenommen. Wunderbar. Ja, läuft ja ganz gut bis jetzt, ne? So, du hast das Gelbdorf zerstört, dein Totem ist nun vollständig. Du kannst jetzt in die Zivilisationsphase. Perfekt. Dein Stamm ist Alleinherrscher. Wenn du für die Zivilisation bereit bist, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Klicke hier, um deine erste Stadt zu gründen. Danach geht es zu den Designern, wo du dein Rathaus und erste Fahrzeuge erstellst. Okay, heftig.
Das würde ich aber sagen, ist Sache von Zukunfts-Otto und Zukunftszuschauer. Was haltet ihr davon? Ich halte da sehr viel von. Dann würde ich nämlich jetzt hier einfach mal auf Pause drücken und ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne so einen schnieken Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, einmal den Abo-Button einfach auslöschen und dann ist perfekt. Wenn es euch nicht gefallen hat, um sicherzugehen, dass der Dislike ankommt, einfach zweimal auf den Daumen runterdrücken und dann ist alles perfekt. Dann kommt er auch sicher an. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wie schon gesagt, und bis morgen.